Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales. In der letzten Folge haben wir ziemlich viele Zutaten neu gefunden. Wir haben auch endlich den Schimmelschleim extrahiert und jetzt den Extrakt praktisch wieder hergestellt. Ziemlich viel gefunden. Das Inventar quillt über. Wir brauchen nur noch zwei Sachen für unseren Trank. Tja, aber wir haben das Kaninchen übrigens auch jetzt für den Zaubertrick, aber wir brauchen noch den Hut. Den kriegen wir nicht so ohne weiteres. Der Tod will ihn nicht rausrücken. Aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Gibt's hier irgendwas Neues? Hier drin nicht. Hier vielleicht beim Affen? Nö, auch nicht. Na gut. So, ist der König der Diebe noch hier? Tatsächlich, und die haben immer noch nichts angerührt. Ich habe das Schnittmuster und den Stab gefunden. Vielen Dank dafür. Gern geschehen, Wilbur. Sag Bescheid, wenn du wieder etwas brauchst. Mhm. Könntet ihr Ratten etwas für mich in der Kanalisation suchen? Klar, was brauchst du? Tja, ein Trank brauchen, dazu fehlen mir Zutaten. Ein Zauber vorführen. Eine meiner Diplomprüfungen besteht darin, einen Trank zu brauen. Sag nichts. Dir fehlen noch Zutaten? Mhm. So ist es. Die Zutaten für diese Tränke sind das Letzte. Man fragt sich jedes Mal, wie zum Teufel jemand darauf gekommen ist, Drachenpopel oder Haare vom Hintern eines Waschbären in einen Trank zu mixen. Was brauchst du denn alles? Hier, sehen Sie selbst. Hm. Mit den meisten kann ich leider nicht dienen. Den meisten? Aber das da, Hirschkäfergeweihe, davon hat Onkel Alfredo welche an der Wand hängen. Ich frag ihn mal, ob er ein paar herausrückt. Das wäre nett. Können Sie mir die beiden Sachen besorgen? Das würde mir schon sehr helfen. Kein Problem. Ich hänge wieder die Fahne vor den Eingang, sobald wir alles haben. Mensch, ihr Ratten seid cool. Okay, ein Zauber vorführen. Könnt ihr mir dabei helfen, einen Zauber für meine Prüfung zu lernen? Ich fürchte, niemand von uns ist Magier. Hm. Dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Das wird wohl auch am wenigsten wahrscheinlich sein. Ich brauche ein mächtiges, magisches Artefakt. Können Sie so etwas besorgen? Das liegt leider außerhalb unserer Möglichkeiten. Solche Artefakte sind sehr, sehr selten. Und soweit ich weiß, gibt es keine mehr in der Stadt. Außer die des Erzmagiers, natürlich. Nochmal etwas anderes. Hm. Machen Sie es gut, Herr König. Mach's gut, mein Freund. Okay, also mit dem Hirschkäfer kann er uns vielleicht helfen, aber der Rest ist natürlich wieder bei uns. Aber es ist immerhin besser als nichts. Er ist immerhin eine Hilfe. So. Na, Schildwache? Schon eingepennt? Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Herr Unterberg. Was wollen Sie? Dir in den Arsch treten. Ich bin jetzt ganz offiziell Schüler von Meister Markus. Sein Bester. Toll. Komm wieder, wenn du dein Diplom hast. Es wird nicht mehr lange dauern. Hm. Ja, ja. Okay, der kann uns nicht helfen. Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Blöd, Mann. Gibt's hier irgendwas? Nö, nicht wirklich. Gut. Also so langsam wird's eng mit Möglichkeiten. Eine kleine Kristallfiole mit einem Korken. Sobald ich den Trank fertig habe, kann ich ihn in die Fiole abfüllen. Ah ja, dafür ist die gut. Wie zum Teufel soll ich an den Zylinder vom Tod kommen? Ah hier, Moment, wow. Das ging schnell. Mal sehen. Das sind einige Hirschkäfergeweihe. Was für ein Glück, dass Onkel Alfred welche an der Wand hatte. Hirschkäfer haben nämlich gar keine Geweihe. Boah, das wird immer kleiner hier. So, Hirschkäfergeweih. Die können wir gleich in Meister Markus' Labor zermahlen. Puh, dann fehlt dazu noch eine Sache. Genau. In Ordnung.
Ich zermahle die Geweihe zu Pulver. Fertig. Damit habe ich das Hirschkäfer-Geweihpulver für meinen Trank. Jetzt fehlen nur noch die asthmatischen Speckmaden. Wo sollen wir die denn herkriegen? Hier irgendwo. Wir können noch mal ins Bücherregal gucken. Ich würde mich ja gerne hier hinsetzen und den ganzen Tag Bücher studieren. Aber leider fehlt mir dafür die Zeit. Für mich heißt es wohl Learning by Doing. Okay, damit hat sich das hier erledigt. Das kleine was? Kleines Kästchen. Aha. Auf diesem Kästchen steht nichts. Da drin liegen dicke, weiße Maden. Und die haben Asthma, stimmt's? Das dürften asthmatische Speckmaden sein. Ich nehme sie mit. Gut. Jetzt haben wir alles. Das Inventar ist voll gestopft. Gut. Brauche einen Zaubertrank. Wir sind fertig. Ich habe alle Zutaten zusammen. Ich sollte mich ans Brauen des Tranks machen. Die Anleitung steht auf der Rückseite des Rezepts. Bitte, lasst mich nicht auch noch den Trank manuell bauen. Lass Dann es ihn wollen machen. Wir mal. Meister Markus, ich beginne jetzt mit dem Brauen des Tranks. In Ordnung? Wie du willst. Aber mach dir nichts draus, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Du kannst es beliebig oft versuchen. Okay, danke. Also los. Komm schon. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. War ja klar. Ich muss es wieder persönlich tun. Zaubertrankkunde ist aber auch mal was Nettes. Geisterpilze und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann aufhören. Also los. Wie umrühren? Ah, okay. Okay. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Links rum rühren, okay. Und hopp. Wupp. Bis er rosa wird, oder? Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Warten, bis rote Bläschen aufsteigen, okay. Na los. Okay. Rühren, 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 rühren. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. The fuck? Also das hier, hm? In den Trank streuen, sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, dann die Knochenwürmer. Okay. Ich lese das lieber immer zwei, dreimal durch. Eins. Zwei. Und drei. Anschließend die asthmatischen Speckmaden hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Die Macke! Wir sind doch hier nicht bei Harry Potter, verdammt nochmal. Speckmaden, ne? Viermal rechts, zweimal links, dreimal rechts, okay. Eins. 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Zum Abschluss sorgt das Pfefferminz für einen frischen Geschmack. Geben Sie einige Blätter hinzu und rühren Sie, bis der Trank eine goldgelbe Farbe annimmt. Okay, dann hätten wir das. Goldgelbe Farbe. Damit ist das Stärkungselixier fertig. Wir empfehlen dazu einen trockenen Berserkertrank.
Okay. Ich hab's geschafft. Mein erster Zaubertrank. Also das war nicht schlecht. Das haben sie richtig gut hingekriegt. So, Meister Markus, Zaubertrank gebraut. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Bitte schön. Schaut, Meister Markus, ich habe das Stärkungselixier fertig. Was? Gib mal her. Habe ich bestanden? Unglaublich, aber wahr. Hier, nimm. Sei sehr sparsam damit. So ein Trank ist wertvoll. Damit hast du die erste Prüfung bestanden, Vildur. Das ist schon mal eine Prüfung mehr, als ich dir zugetraut hätte. Die anderen schaffe ich auch noch. Wenn du meinst. Uff, okay. Ich muss weiterlernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Na super. Der Trank verleiht unglaubliche Kräfte. Aber es ist nur noch wenig in der Fiole. Ich werde ihn mir aufsparen. Ach so, wir können den auch selber anwenden. Das ist natürlich gut. Tja, jetzt müssen wir nur noch das Artefakt kriegen und den Zauberspruch lernen. Und dafür brauchen wir den Zylinder, den der Tod nicht rausrücken will. Wir gehen nochmal zu ihm. Vielleicht können wir irgendwas Neues mit ihm besprechen. So. Der Ofen. Der Schornstein führt hier raus. Können wir die hier reinstecken vielleicht? Tatsächlich. Aber wir reden erstmal mit ihm. Tag, Tod. Hallo. Okay, er hat nichts Neues. Ich muss weit. Oh. Gut, dann werden wir das mal versuchen. Der Tod so einfach auszutricksen ist? Was zum... im Ofen knallt und raucht es. Ja? Das ist noch nie passiert und ist irgendwie auch verdächtig. Aber ich kann meinen Blick nicht vom Ofen abwenden. Gut. Dann können wir ja was ins Buch schreiben. Wildburwetterquarz. Weißkammgebirge. Bis Datum? Jetzt? Gleich. Unglaublich. Ich habe den Tod ausgetrickst. Seltsam. Ich wüsste nicht, warum das Holz so knallen sollte. Es war seltsam. Oh je. Allerdings ist das vielleicht auch nicht so schwer, wie uns das Sprichwort glauben lassen möchte. Mal sehen. Mal reingucken. Da steht Wilbur Wetterquarz, Weißkammgebirge. Todesdatum? Jetzt gleich. Ich hoffe, das wird den Tod überzeugen. Na los, bring mich um. Tag, Tod. Hallo. Ja. Ich habe noch mal in das Buch der Toten gesehen. Und da steht mein Name. Ich muss sterben. Tatsächlich? Oh Gott. Das ist ja wundervoll. Wow. Da scheint jemand begriffen zu haben, dass sich Gewalt verkauft. Lebe wohl, Sterblicher. Was denn jetzt? Und dann so eine Show. Das tat gut. I'm dead. So fühlt es sich also an, tot zu sein. Es ist etwa so wie Himbeerkuchen von Tante Ethel. Ich sehe als Leiche nicht sehr glücklich aus. Mein Ableben war ja auch nicht gerade das, was man einen natürlichen Tod nennen würde. Tja, aber... Ich wurde ermordet. Von mir selbst. Ich sehe als... Okay.
Der Tod sitzt jetzt hier rum. Und auf einmal ist der Zylinder nicht mehr da. Und als Geist, naja. Gut, ich würde sagen, damit machen wir erstmal einen Cut und wir sind jetzt tot. Also bis dahin, zur nächsten Folge. Tata!